Ja, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium am 2.11. Dritter Aufgabenblatt und sehr viel Zahlenumrechnung habt ihr vielleicht schon mitbekommen und Umwandlung von Zahlendarstellungen. Wir gehen das einfach mal Schritt für Schritt durch, wieder mit etwas vereinfachten Beispielen, sodass ihr dann hoffentlich besser versteht, was da eigentlich ja, in den Aufgaben auch dann zu Hause von euch gefordert ist. Und womit wir einfach mal anfangen würden, das erste wäre eine Zahl, in dem Fall 25, aus dem Dezimalsystem umzuwandeln ins Dualsystem. Und das Ganze mit dem Divisionsrestverfahren. Kann mir einer von euch sagen, wie das mit dem Divisionsrestverfahren funktioniert? Was mache ich mit der Zahl? Ja? Und teilen sie durch die Basis unseres Zielsystems. Dann gucken wir uns dann den Rest an, den notieren wir an der Seite und probieren uns mit dem 25 durch 2, dann ist natürlich die 12 Rest 1. Und die 12 würden wir jetzt für die nächste Stufe verwenden, also machen wir so lange, bis unser Rest bis wir ihn nicht mehr teilen können. Genau, im Endeffekt ist es, wir machen andauernd Division, genau richtig. Also wir fangen an mit der 25, teilen das durch die Basis des Zielsystems, in dem Fall 2, bekommen dann 12 raus und schreiben uns den Rest auf. Das ist an der Stelle wichtig. Und dann wiederholen wir das Ganze mit dem Ergebnis ohne den Rest, also der 12. In dem Fall 12 durch 2 wäre 6, in dem Fall also ohne Rest, also Rest 0. Den sollten wir trotzdem aufschreiben. Und das Ganze machen wir dann so lange, bis wir bei einem Schritt angekommen sind, der folgendermaßen aussieht. Normalerweise haben wir am Ende irgendwann 1 durch 2 gleich 0 Rest 1. Und das ist dann auch der Abschluss vom Divisionsrestverfahren. Und jetzt müssten wir halt nur noch schauen, wie wir unsere Zahl ablesen. Das machen wir mit Hilfe der Reste. Hier kommt nochmal die Nachfrage, warum teilen wir durch 2? Wir teilen durch 2, weil das in dem Fall die Basis unseres Zielsystems ist. Wir wollen ins Dualsystem die Zahl umwandeln. Deswegen teilen wir durch 2. Wir könnten das Ganze auch mit Oktalsystem oder Hexadezimalsystem machen. So, jetzt aber nochmal die wichtige Frage: Wie kriege ich jetzt oder wo lese ich jetzt genau wie meine Dualzahl ab an der Stelle? Bitte? Von unten nach oben, genau. Also, ich nehme den Rest, auch das ist hier richtig im Chat. Von unten nach oben sind folgende Zahlen: 11001. Und das Ganze natürlich im Dualsystem. Jetzt ist es so, dass ihr in der Hausaufgabe das Ganze auch nochmal in Oktal- und Hexadezimalwerten angeben sollt. Jetzt könnte man das Ganze nochmal berechnen, aber es heißt ja nur, geben Sie an. Das heißt, ihr müsst es nicht berechnen. Wenn da stehen würde, berechnen Sie das Ganze auch nochmal, müssten wir das Ganze nochmal machen. Jetzt können wir uns aber hier beim Angeben behelfen, dadurch, dass wir schon die Dualzahl haben. Wisst ihr oder erinnert ihr euch, was da vielleicht an kleinem Kniff erzählt wurde. Wie komme ich relativ schnell von einer Dualzahl zur Hexadezimal- oder Oktalzahl? Ja, genau, hier im Chat sehe ich es richtig. Wir machen von rechts nach links, können wir Bitgruppen bilden. Das heißt, wir können einmal schauen, für Hexadezimal würden wir Vierer Bitgruppen bilden. Das heißt, wir haben hier die 1001 einmal von rechts. Und dann haben wir noch die 1. Jetzt haben wir nicht mehr Bits nach links. Das füllen wir dann einfach mit Nullen auf. Also zumindest gedanklich, die schreiben, brauchen wir nicht unbedingt schreiben, aber das wäre das, was dahinter stehen würde. Und hier könnte ich jetzt dann direkt ablesen, was da für eine Hexadezimalzahl hintersteht.
weil ich jetzt nur quasi die 4 Bit für eine Hexadezimalzahl wissen muss, um die einmal abzulesen. Die 1001 entspricht der 9 im Hexadezimalsystem und die 1, na gut, die entspricht halt der 1. Nicht wirklich groß überraschend. Wer das jetzt nicht so mal eben ad hoc sehen kann, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, man muss im Zweifel auch nicht unbedingt alles auswendig lernen. Es hilft zwar, wenn man einmal die Bits von 0 bis, ja, 4 mal 0 bis 4 mal 1 irgendwie kennt. Ansonsten einmal kurz eben euch aufschreiben. Ja, also der Schritt hoffentlich verständlich. Die 1001 entspricht eben ganz genau der 9 im Hexadezimalsystem. Das gleiche können wir jetzt eben auch mit Oktalsystem machen. Da bilden wir dann Dreiergruppen von rechts. Das heißt, 001 wäre die erste und davor haben wir noch die 11. Würden wir eine 0 noch davor ergänzen, zumindest gedanklich. Und ja, würden dann auch wieder das einmal ablesen. Das heißt, 001 Oktal ist die 1 und 11 Oktal. Frag mal die Runde an euch. Also ein bisschen üben. Ich habe 11. 3, ja, genau. Darf ich ruhig ein bisschen sicherer sagen. Also 11 Dual ist dann auch Oktal, die 3. Beim Oktalsystem muss man ja nur eben darauf achten, dass wir halt nur bis zur 7 die Zahlen haben und danach ja quasi dann schon in der nächsten Stelle sind. Also sowas wie eine 8 oder eine 9 sollte in eurem Ergebnis im Oktalsystem nicht vorkommen, dann ist wahrscheinlich irgendwas falsch. Genauso ist es dann ja eben so, bei Hexadezimal haben wir dafür höhere Zahlen, da kann es dann eben bis zum F gehen. Ja, da ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann A, B, C, D, E, F. Und F entspricht im Endeffekt der dezimalen 15. So. Genau, das einmal umgewandelt mit dem Divisionsrestsystem, Divisionsrestverfahren. Und ja, wer jetzt vielleicht so ein bisschen geguckt hat, so ein bisschen passend zu der aktuellen Woche, weil im Endeffekt heißt das nichts anderes als, wir haben gerade die Zahl 25 genommen und das Ganze entspricht 31 in Oktal und übrigens, das so ein kleiner Informatikerwitz. Also warum verwechseln Informatiker Halloween mit Weihnachten? Ja, die Antwort steht gerade da, weil sie mal denken, 31 Oktal ist ja 25 Dezember. Passt. Okay, kleiner Scherz am Rande. Divisionsrestverfahren ist das eine. Das andere, was uns gegeben wurde, ist, dass wir das auch einmal mit der Potenztabelle machen sollen. Das heißt, wir würden im Endeffekt die gleiche Zahl nehmen. Potenztabellen, erinnert ihr euch vielleicht noch von letzter Woche, hatten wir da ja auch schon einmal ganz kurz angerissen. Nur eben kurz zur Wiederholung. Wenn ich jetzt die gleiche Zahl nehmen würde, würde ich entsprechend die Potenzen abziehen. In dem Fall anfangen die größte Potenz. Ja, was ist denn die größte Zweierpotenz, die ich von 25 abziehen kann? Die 16, genau. Und die 16 wäre 2 hoch. Genau. Aber wir können ja auch 16 schreiben. Würden dann 25 minus 1 mal 16, dann bleiben noch 9. Dann haben wir 9 minus 1 mal 8. Bleibt noch 1. Ja, 4 können wir nicht abziehen. Deswegen bleibt das weiterhin die 1. Und 2 können wir auch nicht abziehen. Bleibt weiterhin die 1. Aber wir können minus 1 mal 1 abziehen und haben dann noch 0 über. Und jetzt können wir uns, wenn ihr euch daran erinnert, hier vorne anschauen, was hatten wir jeweils die Anzahlen der Potenzen. Das ist das, was wir brauchen. Und wir haben die höchste Potenz. Die ist ja die quasi ganz links dann unsere Dualzahl. Das heißt hier bei der 16. Und wir würden dann von oben nach unten ablesen, 1, 1, 0, 0, 1 für unsere Zahl im Dualsystem.
zwei verschiedene Verfahren, das eine eben Divisionsrestverfahren, das andere mit Potenztabellen. Wenn nicht irgendwie wie in Aufgaben Teil B und C vorgegeben ist, mit welcher ihr das machen sollt, könnt ihr euch das aussuchen, was euch lieber ist. Also insofern guckt, also beide solltet ihr auf jeden Fall können, aber da, wo ihr euch sicherer seid, das ist dann das, was ihr nutzen solltet dann für eine jeweilige Aufgabe. Jetzt haben wir recht einfache Zahlen gehabt. Das Ganze geht ja auch noch mit Kommazahlen. Also wie machen wir das denn jetzt? Also jetzt haben wir eine wunderschöne Ganzzahl eben und jetzt ist das so, dass wir das Ganze mit einer Kommazahl machen wollen. Ja, hier ist nochmal die Nachfrage zu Nachkommastellen, habe ich gesehen. Da komme ich am Ende nochmal hin. So, wir haben jetzt 6,75 aus dem Dezimalsystem. Muss ich hier irgendwas beachten bei Potenztabellen? Ja, wie habe ich das denn eben so schön angefangen? Also, ich habe doch eben bei einer kompletten Ganzzahl, habe ich einfach gesagt, ich mache 6,75 und ziehe, oder was heißt 6,75, eben hatten wir die 25 und ich ziehe meine Potenz ab. Höchste Potenz, die ich abziehen kann, wäre 4. Und dann habe ich noch 2,75 über. 2,75 minus 1 mal 2 geht auch noch. Dann habe ich 0,75 über. Und die nächste Potenz wäre die 1. Die kann ich nicht abziehen. Hatte ich aber ja eben auch teilweise dazwischen. Bleibt bei 0,75. Ja, und nu? Die 1 war ja 2 hoch 0. Wie sieht denn das mit weiteren Potenzen aus? Das angefangen mit 2 hoch 2, 2 hoch 1, 2 hoch 0, ja. Genau, 2 hoch minus 1 wäre dann die nächste. Und das wäre? Das ist 0,5, genau. Im Endeffekt ist es ja nur wieder durch 2. Ja, also die Hälfte der vorigen Potenz. Und 0,5 kann ich abziehen. Das heißt, ich würde wieder minus 1 mal 0,5 abziehen. Haben wir 0,25 über. Und 0,25 minus, ja, die Hälfte von 0,5 ist 0,25. Kann ich also auch wieder abziehen. Hab damit noch eine 0 über. Und wir hatten das ja eben auch schon einmal gemacht, dass wir mit den höchsten Potenzen angefangen haben. Also wir haben einmal die 2 hoch 2, wir haben einmal die 2 hoch 1, wir haben 0 mal die 2 hoch 0. Da sind wir hier in der Mitte. Jetzt müssen wir einmal aufpassen beim Ablesen, ne? 2 hoch 0 ist ja die letzte Potenz vorm Komma. Das heißt, wir müssen, wenn wir die gemacht haben und dann noch weitere Potenzen wir ablesen, müssen wir das Komma setzen. Nicht vergessen an der Stelle. Und jetzt sind wir bei 2 hoch minus 1, haben wir einmal. Und 2 hoch minus 2 haben wir auch einmal. Ne? 2 hoch minus 2 ist dann 0,25. Und insofern das gleiche System wie eben, nur halt eben auch in Richtung ja, mit Nachkommastellen. So. Jetzt haben wir aber nicht nur Nachkommastellen mit Potenztabelle, sondern auch mit Divisionsrestverfahren. Weiß einer von euch, wie das mit dem Divisionsrestverfahren aussieht? Wie ich da damit dann umgehe, dass ich eine Kommazahl habe? Also ich könnte halt immer wieder teilen, aber dann komme ich nicht auf so ein schönes Null wie eben. Das funktioniert also nicht durchgehend. Ich kann nicht ganz genau das Verfahren benutzen wie eben bei einer Ganzzahl. Aber so ähnlich. Ja, ich habe im Chat hier mal den Vorschlag mal 2.
Das ist schon nicht schlecht, aber was mache ich denn mal zwei? Ja? Aufteilen ist ein guter Punkt, genau. Wir gucken uns einfach mal an, was machen wir mit den Vorkommastellen und was machen wir mit den Nachkommastellen. Vorkommastellen kennen wir schon, das ist einfach, das ist schön. Das heißt, wir fangen einmal an, wir teilen 6 durch 2, 3, Rest 0, 3 durch 2 gleich 1, Rest 1 und 1 durch 2 gleich 0, Rest 1. Wundervoll. Vielleicht schreibe ich mir auch noch dazu, dass das Vorkommastellen waren. Und wenn ich mit den Vorkommastellen was mache, muss ich vielleicht auch überlegen, was mache ich mit den Nachkommastellen. Ich habe jetzt noch 0,75 über. Und da ist dann auch schon, also da kommt das mal zwei so ein bisschen zu tragen, was im Chat eben auch kurz kam oder beziehungsweise jetzt auch nochmal etwas definierter ergänzt. Genau, ich multipliziere meine Nachkommastellen mit der 2. Und dabei kann es ja sein, dass ich jetzt einen Wert kriege, der größer 1 ist. Also 0,75 ist ja 1,5. Und jetzt machen wir das so ein bisschen ähnlich wie mit den Resten, nur dass wir quasi das, was über die 1 hinausgeht, als Ergebnis schreiben. Und wir haben die Ziffer 1, also die 1 selber, das ist dann das, dass wir eine 1,5 als Ergebnis hatten. Ja, also ich schreibe die 1 von der 1,5 hier hinten, ähnlich wie bei den Resten, nur etwas anders. Und den eigentlich das, was dann noch über ist, also was dann halt nicht die 1 ist, ist mein Ergebnis. Denn damit mache ich das Ganze weiter. Hab nochmal 0,5 mal 2. Und komme jetzt ja wieder auf die 1, beziehungsweise 1,0. Das heißt, ich habe hier meine 1,0. Und bin damit dann auch fertig. Jetzt müssen wir daraus natürlich uns auch noch unsere Dualzahl zusammenbauen. Und ja, wir hatten das ja eben, die Vorkommastellen, die lesen wir von unten nach oben ab. 1, 1, 0. Gut, andersrum ergibt es auch wenig Sinn, dass wir mit einer 0 anfangen würden bei so einer Rechnung. Vorkommastellen lesen wir von unten nach oben ab. Aber, müsst ihr aufpassen, ja? Genau, die Nachkommastellen werden nämlich andersrum abgelesen, von oben nach unten. Macht hier gerade keinen Unterschied, aber wenn ihr unterschiedliche Nachkommastellen habt, müsst ihr natürlich darauf achten. Wenn ihr euch irgendwie unsicher seid, dann probiert es einfach. Also, wenn ihr irgendwie aus irgendeinem Grund im falschen Moment vergessen habt, was man wie rum abliest, dann probiert es einfach mit einem kurzen Beispiel aus. Sowas wie rechnet 2 um 2 aus dem Dezimalsystem ins Dualsystem. Da muss ja 1, 0 rauskommen. Also dann macht ihr eine ganz kurze Rechnung, seht irgendwie entweder oben, unten, unten, oben und merkt euch, dass es Vor- und Nachkommastellen genau umgekehrt ist. So, und jetzt kommt natürlich noch die Frage, die war vorhin auch nochmal nachgefragt worden. Jetzt heißt es ja hier noch mit N und M. Also es sollen N Vor- und M-Nachkommastellen angegeben werden. Und das heißt, ihr müsst tatsächlich in der Angabe der Dualzahl schauen, was steht da in der Tabelle und entsprechend das Ganze angeben. Also ich könnte jetzt irgendwie so was Schönes haben wie n, nehmen wir mal n gleich 4 und m gleich 3. Ja, dass ich 4 Vorkomma und 3 Nachkommastellen angeben soll, dann wäre ich nicht fertig mit meinem Ergebnis. Ne? Das ist noch nicht genug. Ich brauche ja noch ein bisschen mehr. Und dann muss ich tatsächlich auch in dem Ergebnis entsprechend das anpassen, dass ich Nullen anhänge oder davor setze, weil es würde ja am Ergebnis nichts ändern. Also wenn ich jetzt sage, ich muss 4 Vorkommastellen angeben, setze ich eine 0 davor und 3 Nachkommastellen setze ich eine 0 dahinter. Na, wenn ihr euch das anguckt, sieht zwar jetzt erstmal länger aus, die Zahl, aber der Wert, der dahinter steckt, der echte reale Wert, ist ja trotzdem der gleiche.
Kann jetzt natürlich auch umgekehrt sein, wenn es jetzt irgendwie heißt, weniger Nachkommastellen als wir in der Berechnung rausbekommen haben, dann müsstet ihr halt gucken, dass ihr eben entsprechend halt dann sinnvoll das Ganze auch kürzt. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Hausaufgabe überhaupt haben. Müsst ihr nochmal nachgucken. Also jedenfalls achtet darauf, dass ihr nicht einfach nur berechnet und dann denkt, ihr seid fertig, sondern guckt nochmal genau. Für jede der Teilaufgaben ist angegeben, wie viel Vor- und wie viel Nachkommastellen da angegeben sein sollen, außer bei D, weil es da eine Periode ist. Gut. Ja. Die Nachkommastellen lesen wir von oben nach unten ab. Also vielleicht nochmal Deutlichkeit halber. Vorkommastellen von unten nach oben. Und Nachkommastellen von oben nach unten. So. Dann schau gerade mal, bei den meisten Stellen seid ihr ja tatsächlich relativ safe, was das hier die Aufgaben betrifft. Genau, also das Kritische ist, glaube ich, tatsächlich D, da mit der Periode. Da müsst ihr dann eben schauen, wenn ihr eure Berechnung macht, dass ihr halt drauf achtet, wo fängt das vielleicht an? Vielleicht ist das ja nicht nur eine Zahl, weil im Dualsystem braucht man meistens ein paar mehr Stellen. Und dann ergibt es natürlich nicht Sinn, irgendwie, keine Ahnung, 6, 7, 8 Bits anzugeben in der Nachkommastelle, wenn eigentlich die Periode deutlich kürzer ist. Deswegen ist da das Fragezeichen in der Aufgabe. Genau, normalerweise würde man das Ganze eher kaufmännisch runden. Das heißt, wenn wir jetzt eine kürzere haben. Also im Dualsystem immer so ein bisschen schwierig zu sagen, das Ganze. Also ich brauche mal ein anderes Beispiel. So, wenn ich die Zahl nehmen würde und ich soll die auf drei Stellen reduzieren, dann hätte ich ja die 1 auf der vierten Stelle und würde normalerweise dann ja aufrunden. Also das ist äquivalent zu dem, wenn ich die 5 quasi im Dezimalsystem hätte. Sollte aber bei der Hausaufgabe jetzt, glaube ich, nicht vorkommen. Gut. Damit haben wir ganz viel in Dualzahlen umgerechnet. Das taucht auch immer wieder auf und zieht sich immer wieder mal durch, dass es irgendeine Aufgabe gibt über das Semester, wo das sinnvoll ist, dass ihr es gemacht habt. Und das ist auch etwas, das einfach ja, sitzen sollte. Also wenn ihr unsicher seid, übt einfach. Das Schöne ist ja, man kann ja im Zweifel auch so einfach mal Zahlenumrechnung üben und sich vom Taschenrechner das Ergebnis prüfen lassen. Wobei grundsätzlich man auch selber immer darüber nachdenken kann, ob das Ergebnis Sinn ergibt. Hier ist noch eine Frage. Es gibt das Thema der vorangestellten Null, aber das ist ein anderes, also das ist als Kennzeichnung des Oktalsystems. Eigentlich in einem anderen Kontext als hier. Ich würde das hier gerne rauslassen, weil damit kommen wir ganz weit in eine andere Richtung. Genau, also hier ist es halt eben so, wir sollen, dass gesagt wird, wir sollen das Ganze ausbreiten. Anwendungsbeispiel könnte halt sein, dass bestimmter Speicherbereich genauso ausgelesen wird und dann halt genauso gefüllt sein soll in einem Rechner.
Und dass wir deswegen immer gucken müssen, dass unsere Ergebnisse genau die Anzahl Vor- und Nachkommastellen haben, wie es erwartet wird, weil davor und danach in den Speicherbereichen andere Dinge stehen und damit das immer dann gleichmäßig gefüllt ist. Ich sag mal, wer viel mit Schnittstellen zwischen Systemen arbeitet, und damit meine ich nicht Programmierschnittstellen, sondern dass irgendwie Dateien, Tabellendateien von einem System in ein anderes übergeben wird. Da gibt es tatsächlich bei vielen älteren Systemen das Problem, dass man teilweise feste Spaltenbreiten definiert hat. Und wenn man dann das eine von den zwei beteiligten Systemen austauscht, dann manchmal nicht aufgepasst wird, dass es eine definierte Spaltenbreite gibt. Und dann wird eventuell was anderes rausgelesen, als was es ist. Also in solchen Bereichen kann das halt eben kommen. Also wie gesagt, wenn es so darum geht, Tabellendaten von einem System in ein anderes zu geben. Versucht man mittlerweile eher so ein bisschen zu vermeiden, weil es ein ganz fieser Stolperstein ist. Oder halt dann konsequent überall zu sagen, es ist dann aber auch alles aufgefüllt. Gut, wir haben jetzt Dualzahlen. Jetzt sollen wir das Ganze aber in Aufgabe 3.2 andersrum machen. Wir sollen auch nochmal nach Dezimal gehen. Und würde ich sagen, fangen wir damit einmal an. Wir nehmen mal eine Zahl und sollen sie mit Hilfe von Potenztabellen umwandeln. 1100,1. Wie würde man da vorgehen? Habt ihr Vorschläge? Eins, eins, null, null, Komma eins mit Potenztabellen. Was waren denn die Potenztabellen? Ja. Nee, nichts mehr zu subtrahieren an der Stelle. Ja? Man. Ach so, du bist schon bei den Nachkommastellen. Okay, ja. Okay, jetzt weiß ich, wo ich euch verloren habe, so ein bisschen. Also vielleicht eine Trennung in Vor- und Nachkommastellen, auch wenn das bei den Potenzen nicht unterschiedlich ist. Ja? Genau, also es heißt im Endeffekt, wenn wir von Dualzahl nach Dezimalzahl das Ganze wechseln, dass wir eben gucken, welche Potenzen haben wir vorliegen, und deswegen heißt das mit Potenztabellen, und würden das eben uns aufschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt gucke, 2 hoch 0 ist ja die Form Komma, dann haben wir 2 hoch 1, 2 hoch 2 und 2 hoch 3. Das heißt, die erste ganz links ist 2 hoch 3, und dann kann ich das einmal entsprechend mir aufschreiben. Das heißt, ich habe einmal 2 hoch 3 vorliegen, dann habe ich dazu außerdem einmal 2 hoch 2. Ich habe 0 mal 2 hoch 1 und 0 mal 2 hoch 0. Jetzt habe ich natürlich noch die Nachkommastelle, und ich glaube, das war das, was du eben gerade eben so ein bisschen andeuten wolltest, dass wir da ja wieder ins Negative gucken können. Und genauso wie eben, das heißt, die erste Nachkommastelle hinterm Komma ist ja die 2 hoch minus 1. Und ich würde dann jetzt eben plus 1 mal 2 hoch minus 1 noch dazu schreiben. Ja, und das Ganze dann ausrechnen, weil das ist 1 mal 2 hoch 3 ist 8. Plus 1 mal 2 hoch 2 ist 4. Da haben wir ganz viel, was alles nicht dabei ist. Wir haben noch einmal 2 hoch minus 1, das ist nochmal 0,5, sodass unser Ergebnis am Ende die 12,5 ist.
Ja. Also das heißt, wenn ihr eine Zahl mit Potenztabellen umrechnen sollt, dann schaut am besten erstmal, was ist die höchste Potenz. Fangt dann da von links an, euch das einmal aufzuschreiben und dann geht ihr in die, macht ihr dann einfach weiter über die Kommastellen hinweg, geht in die negativen Potenzen. Am Anfang vielleicht, dass man keine vergessen hat, auch inklusive dem, was nicht dabei ist, also 0 mal 2 hoch irgendwas. Und dann die Zahlen euch dann darunter zu schreiben zu der jeweiligen Potenz, die vorkommt. So, jetzt ist in Aufgabe 3.2 in Teil A aber auch gefordert, dass ihr das Ganze mit dem Horner-Schema machen sollt. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass wir letzte Woche uns das Horner-Schema kurz angeschaut hatten. Ja, kann man machen. Ihr sollt das halt einmal kennenlernen, deswegen gibt es diese Aufgabe, aber persönlich würde ich immer empfehlen, dass man, also außer man mag das Horner-Schema sehr gerne, würde ich immer empfehlen, dass man als sein Best Practice vor allem Potenztabelle oder Divisionsrestverfahren nutzt. Wissen müsst ihr aber alle drei einmal, dass ja, da ich ja auch nicht weiß, was in der Klausur eventuell später mal dran kommt. Das ist ja so ein, ich kann auch jedes Jahr nur raten, was kommt und dann sehen wir, dann bin ich genauso überrascht wie ihr. So, gehen wir mal zum Horner-Schema zurück. So, das war die lustige Definition, die wir letztes Mal hatten. Wir haben ein Polynom und das ist dann in irgendeiner Form definiert. Eieiei, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn wir da eine Berechnung machen wollen? Also, erstmal ist es so, dass wir klassischerweise das für ja, Nicht-Komma-Zahlen machen. Also würden wir das zum Beispiel mal mit der 1, 0, 1, 0, 1 machen. Und jetzt ist vor allem diese Schreibweise wichtig, die einem dann eben zeigt, wie das Ganze in der Schreibweise des Horner-Schemas ist. Sieht einer vielleicht, wie ich jetzt anfangen würde? Genau, wo diese 1, diese ganz linke 1, wo die auftauchen würde. In der Zeile hier mit dem p von x. Die ganz linke 1, wo würde die hier auftauchen in dieser Zeile? Als b von n sehe ich hier die Vorschläge. Genau. Also im Endeffekt heißt das hier ja nichts anderes als, was haben wir, 2, 0, 1, 2, 3, 2 hoch 4. Ja, also dass das 2 hoch 4 ist, das heißt, wir haben ein Polynom vierten Grades. Das ist auch das höchste Polynom und das gehört halt hier in die Ecke rein. Und b von n ist dann auch entsprechend die Zahl, die wir hier haben. Man kann das Ganze also auch entsprechend umschreiben. Also ich habe einmal 2, also mein x ist ja in dem Fall steht für die Basis des Zahlensystems. Plus b von n minus 1. B von n minus 1 ist dann ja das nächste b rechts davon, beziehungsweise ich kann das direkt hier ablesen, die 0. Das wäre quasi der innerste Teil, den ich hier habe. Ja? Also diese 1 entspricht dem b von n mal 2, weil in dem Fall die Basis meines Zahlensystems 2 ist, plus b von n minus 1, also die nächste Zahl daneben, das ist die 0. Und damit habe ich den innersten Teil der Klammer gefüllt. Jetzt erinnern wir uns daran, dass es ja verschachtelt war, damit wir eben die Polynome höher kriegen. Das heißt, mal x, beziehungsweise mal, wenn ja im Dualsystem, mal 2 das Ganze, plus dem nächst niedrigeren Polynom. So, 1 hatte ich, 0 habe ich. Das heißt hier, die 1 in der, die will nicht, die 1 in der Mitte ist das nächste Polynom. Also, plus 1. Da ich noch nicht fertig bin, setze ich eine Klammer drum. Mal 2, weil dann hier irgendwo nochmal wieder so ein x ist. Ich habe das 2 hoch, Polynom 2 hoch 1. Das habe ich aber 0 mal, also mache ich plus 0.
bin immer noch nicht fertig, hier ist ja immer noch eine Zahl. Das heißt, ich klammer das Ganze nochmal. Mal 2 plus meine 1. Und das ist ja die, die ganz rechts ist. Das heißt, hier kommt dann ja auch kein mal 2 mehr irgendwie in irgendeiner Form, sondern es ist ja dann nur die 1, weil ne, soll ja auch 1 rauskommen als Ergebnis am Ende. Und jetzt habe ich das Ganze einmal so schön ausführlich geschrieben. Also im Endeffekt seht ihr, ist das die Zahl selber eigentlich nur eine verkürzte Schreibweise. Und jetzt kann ich anfangen, das Ganze auszurechnen. Habe also einmal 2 plus 0. Was dann eben die 2 ist. Muss das Ganze natürlich noch mit dem Rest wieder weiter verrechnen. 2 mal 2 plus 1, dann komme ich auf 5. Fünf mal 2 plus 0, dann bin ich bei 10. Und dann 10 mal 2 plus 1, bin ich bei 20, bin ich bei 21. So, und jetzt hoffe ich, dass wir keinen Fehler gemacht haben. Und das würde also bedeuten, dass unsere Dualzahl, die wir da oben hatten, in Dezimal dann der Wert 21 ist. So, und wenn man das eben stückweise sauber aufschreibt, dann braucht man natürlich auch ein bisschen länger. Aber wenn euch das Horner-Schema gefällt, könnt ihr das natürlich auch gerne nutzen. Für die Aufgabe müsst ihr es eben einmal tun. Ist das soweit nachvollziehbar gewesen? Weil da ist es. Da muss man einmal so ein bisschen eben reingucken und schauen, wie das umgeschrieben wird. Dann sollte das auch gehen. Dann würde ich sagen, gucken wir weiter Richtung 2, 3. Dort heißt es, wir sollen Zahlen addieren. Und zwar nehmen wir da mal. Okay, zu schnell, du bist noch am Schreiben, bitte. Gerne. Gut. Die Addition von Zahlen, und zwar das Ganze in Dual und in Hex. Das heißt, wenn wir in Dual was addieren sollen, was müssen wir als erstes wahrscheinlich machen? Müssen es irgendwie umwandeln. Genau. Ich glaube, für die Hausaufgabe ja, kann man gucken, wie man das dann irgendwie schnell einmal umwandelt. Die Zahlen. Ist nicht wirklich schön, gerade mal gucken. Ja, macht's am besten sauber und wandelt es einmal richtig um. Da steht ja auch nach Umwandlung, auch wenn es ein bisschen mehr Schreibarbeit ist. So, um das hier einmal abzukürzen, wir haben die 11. Im Dezimalsystem entspricht der 1011 im Dualsystem und die 5 im Dezimalsystem entspricht der 101 im Dualsystem. Und jetzt sollen wir das Ganze addieren. Weiß jemand, wie ich zwei Dualzahlen addiere, was ich dafür machen muss? Ja? Genau, untereinander, also eigentlich das gleiche wie im Dezimalsystem, schriftliche Addition das Ganze. Ich habe 101, 1011 plus 101. Dann müssen wir gucken bei sowas, dass wir im Zweifel auch die Überträge mit einmal sauber angeben. Im Dezimalsystem bei schriftlicher Addition hat man das ja meistens, dass man dann irgendwie dann so eine kleine Zahl dann dazu schreibt. Damit es sauber getrennt ist, ist eigentlich empfehlenswert hier für die RSB-Berechnung das mit einer extra Zeile zu machen, die man da einmal raustrennt. Dann kann man es auch besser sehen und zuordnen. Und jetzt machen wir das gleiche im Endeffekt wie bei einer
normalen Addition im Dezimalsystem. Wir fangen von hinten nach vorne an. Also wir haben erstmal 1 plus 1. Aber gibt das? Ja? Genau, 1 plus 1 ergibt 0 mit Übertrag 1. Also immer wenn wir zwei Einsen haben, dann müssen wir einen Übertrag bilden. Und den Übertrag müssen wir dann an der Stelle davor berücksichtigen. Jetzt habe ich 1 plus 0 plus 1. Also dann wieder eine 0 mit dem Übertrag von 1. Null plus eins plus eins ist mir wieder eine Null mit dem Übertrag von eins. Und dann haben wir nochmal eins plus eins ist also auch wieder eine Null mit dem Übertrag von eins. Und schließlich haben wir noch den Übertrag, die eins selber, die dann darunter kommt. Wir müssen gerade ein bisschen reinrücken. Haben wir hier jetzt gerade nicht, kann aber zum Beispiel bei der Multiplikation vorkommen und ich weiß es nicht bei den Dualzahlen anstelle nicht. Es kann theoretisch natürlich auch sein, dass es mehr als den Übertrag gibt, den einen. Also dass wir jetzt irgendwie nicht nur einen Übertrag von 1 haben, sondern irgendwie eine größere Zahl. Da müsst ihr halt gucken, dass die 1 dann ja weiter nach links dann im Endeffekt rutscht. Wie gesagt, bei Addition eher seltener, aber kann bei der Multiplikation in 3, 4 dann vielleicht passieren. Also wenn ich jetzt einen Übertrag hätte, der... gucken wir gleich lieber nochmal ein Beispiel. Also wir haben zwei Dualzahlen. Wir sollten das Ganze auch in Hexadezimal machen. Wenn wir das umgewandelt haben, können wir natürlich auch die Hexadezimalzahlen ablesen. Das heißt, machen wir es lieber darunter. Ich hätte 1, 0, 1, 1 wäre B. Und 1, 0, 1 die 5. So, ich glaube, man hört mich auch wieder. Mein Headset wollte gerade nicht. Lass mich mal kurz gucken, dass die Aufzeichnung das noch nimmt. Ja, sieht gut aus. Gut, also Hexadezimal, wir haben B plus 5. Und im Endeffekt müssen wir hier genauso schauen wie beim Dualsystem, dass wir auf Überträge achten und dass wir das Ganze aufsummieren. Kann denn jemand sagen, was b plus 5 für ein Wert ist? Was ist denn das Ergebnis? Ich hatte vorhin gesagt, Hexadezimal geht bis f. Ja? Genau, 0 und Übertrag 1 wäre das an der Stelle. Also gucken wir noch ein Stückweise b plus 1 wäre c. B plus 2 wäre D, B plus 3 wäre E, B plus 4 wäre F, B plus 5 ist 0 und Übertrag 1. Ist auch so ein bisschen Gewöhnungssache, wenn man das irgendwie schneller im Kopf rechnen will. Da halt eben sonst einfach gucken, wie viel das bis zum nächsten ist. Und beim nächsten würde ich dann den Übertrag auch einfach nur runterziehen. Genau, also das heißt, bei irgendwie den Additionen achtet auch hier wieder darauf, in welchem Zahlenbereich ihr euch befindet, dass ihr Hexadezimal bis F halt inklusive habt. Solltet ihr nicht Dual oder Hexadezimal addieren, dann wäre die größte, sondern Oktal, was wäre dann die größte Zahl, die ihr habt? Oder die größte Ziffer? Die 7, genau. Das heißt, da würdet ihr ja dann schon immer alles über 7, würdet ihr ja schon auf die nächste Stelle dann einen Übertrag haben. So, das heißt, die ist natürlich hexadezimal, die ist dual. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was steht noch in der Aufgabe mit drin. Wir haben das Ganze gemacht in dual und hexadezimal und
Achtet bitte darauf, immer wirklich, also ich werde es ein paar Mal im Semester wahrscheinlich immer wieder wiederholen. Es klingt doof, aber achtet darauf, was in der Aufgabenstellung steht. Manchmal total leicht verschenkte Punkte. Hier heißt es nämlich, kontrollieren Sie Ihre Ergebnisse im Dezimalsystem. Das heißt, ja, es ist doof, aber ich würde nichts anderes machen als 11 plus 5. Spare mir jetzt hier den Übertrag und würde da 16 hinschreiben. Hurra, fertig. Genau, also in dem Fall nicht nur für sich kontrollieren, sondern wirklich hinschreiben, wenn das so gefordert ist. Deswegen guckt immer in die Aufgabenstellung, ob dann sowas gedacht ist oder nicht. Wir können das auch mal nutzen, um zu gucken, ob das ein sinnvolles Ergebnis ist. Also ich habe 16 rausbekommen. 16, da weiß ich ja, dass das 2 hoch 4 ist und 1, 2, 3, 4, nee, 0, 1, 2, 3, 4. Die 1 hier steht an der Stelle 2 hoch 4. Scheint das ja richtig zu sein, was ich berechnet habe. Hier ist es natürlich einfach zu sehen, ansonsten ist es mehr eine Abschätzung der Größenordnung. Ja? Ja, das ist eine gute Frage, wie weit das gefordert ist. Also, ich kann es nicht versprechen, ne? Das ist immer so das Ding. Ich kann euch nicht versprechen, was eure Übungsgruppenleiter an der Stelle machen. Mir würde es an der Stelle tatsächlich reichen, wenn ich das quasi auch nochmal berechne und dann einen Satz darunter schreibe. Ist korrekt, weil das ist gleich das ist gleich das. Solltet ihr euch natürlich trotzdem halbwegs sicher sein, dass das auch wirklich dann die drei Zahlen das gleiche sind. Ich kann es euch aber nicht versprechen. Also, ne, wenn ihr es ganz sauber machen wollt, würde sie es auch tun, aber es ist jetzt für mich nicht explizit gefordert. Ich würde das ohne nochmal explizite Umrechnung am Ende dann so, wie ich es gerade beschrieben habe, durchgehen lassen. Aber ich kann es euch nicht versprechen, wie die Übungsgruppenleiter damit umgehen. Gut, das zur Addition. Dann machen wir das Ganze jetzt auch nochmal, dass wir uns Multiplikation anschauen. Multiplikation im Dualsystem. Etwas vereinfachtes Beispiel, damit wir hier nicht so lange brauchen und ich so lange schreibe. Wir nehmen einmal die Zahl 1011 mal 101 und multiplizieren. Wie multipliziere ich zwei Dualzahlen? Weiß das jemand? Wie würde ich das denn im Dezimalsystem tun? Schriftliche Multiplikation im Dual, im Dezimalsystem. Wie funktioniert das da? Na gut, dann helfe ich euch mal. Ich bin mir sicher, ihr kennt es alle. Ja? Okay, ich glaube, du beschreibst das Richtige. Es ist natürlich ein bisschen schwer zu beschreiben, wenn man das irgendwo so wild in der Luft beschreibt. Genau, also im Endeffekt baut man sowas Treppenartiges, weil man macht das halt mit einer Zehnerpotenz und dann macht man die nächste Zehnerpotenz und die nächste Zehnerpotenz hat das treppenartig untereinander und summiert das am Ende auf. Und genau das machen wir nämlich im Dualsystem auch, nur dass wir halt irgendwie einfachere Zahlen haben. Also, wenn ich hier meine 1011 habe mal 101, dann würde ich einmal schauen, ich habe das einmal hier vorne und jetzt schauen, dass die letzte Stelle, die ich hier habe, auch entsprechend unter der
Potenz ist, wo ich multipliziere, ja, also die 1 hier ist über der 1 oder der letzten Zahl von meiner Multiplikation. Dann gehe ich in die nächste Stelle, mache das eine Zeile weiter. 0 mal 1, 0, 1, 1. Ich könnte es weglassen, der Vollständigkeit halber schreibe ich es einmal mit dazu. Würde ich insbesondere auch am Anfang immer euch empfehlen, damit ihr nicht aus Versehen was vergesst. Und dann gehe ich auf die nächste Stelle, habe nochmal das einmal und schreibe das hin. Also im Endeffekt seht ihr, im Dualsystem ist es relativ einfach, weil entweder schreibe ich die Zahl hin oder ich schreibe sie nicht hin oder mache dann eine 0, muss halt nur mit den Stellen aufpassen, während ich im Dezimalsystem dann ja schon immer so ein bisschen mehr das Ganze berechnen muss. So, dann würde ich da unter einen Summenstrich machen, vielleicht noch einen Übertrag. Und dann fange ich einfach von rechts nach links an, einfach das Ganze wieder einmal alles aufzusummieren. So, alles, wo jetzt hier nicht steht, hier sind natürlich implizite Nullen, also hier sind noch zwei Nullen rechts daneben, hier rechts ist eine implizite Null, aber die brauche ich ja auch nicht für die Berechnung. Das heißt, auf der zweiten Stelle 0 plus 1, auf der dritten Stelle 1 plus 0 plus 0, das ist immer noch eine 1. Auf der vierten Stelle habe ich dann 1 plus 0 plus 1. Das würde mir wieder einen Übertrag generieren. Das heißt, ich schreibe eine 0 hin, eine 1 auf der Stelle davor. Und die muss ich hier dann natürlich bei 0 plus 0 plus 1 wieder dran denken. Und dann habe ich nochmal 1 plus nichts. Das heißt, vorne noch eine 1 davor. Und dann habe ich das auch schon entsprechend runtergeschrieben. Und jetzt seht ihr, dass vielleicht, wenn man so ein bisschen mehr Zahlen multipliziert, das natürlich dann auch sein kann, dass ihr vielleicht eben so einen Übertrag habt, der ein bisschen größer ist, dass ihr dann nicht einfach nur irgendwie einen Übertrag von auf die nächste Zweierpotenz habt, sondern einen, den ihr viel, viel weiter nach links schieben müsst. So, die Nachfrage, die Treppe funktioniert doch auch, wenn man andersrum starten würde, also wenn ich hier mit der Zahl anfangen würde. Ja, grundsätzlich richtig. Würde auch funktionieren. Ich meine, ich weiß es gar nicht, ob sich das irgendwie geändert hat in den letzten Jahren, aber normalerweise, und auch so kenne ich es auch aus dem Dezimalsystem, auch aus der Schule, fängt man eigentlich dann hier eben links an. Das ist so ein bisschen so eine Konvention. Auch wenn du natürlich recht hast, also die Frage war ja hier im Chat, dass es auch genauso funktionieren würde, wenn ich hier von rechts durchgehe. Hauptsache, ich gehe einfach hier alle Ziffern der zweiten Zahl durch und vergesse keine. Ja. Na, wenn du jetzt einen Übertrag von 3 hättest, also der würde dann weiter rüber ja gehen. Mal schauen. Na, Übertrag von 3 ist sogar noch relativ einfach, weil den würdest du, wenn du auf der letzten Stelle einen Übertrag von 3 hast, würdest du das ja erstmal hier hinschreiben und eine 1 unten hin. Nee, warte, du bist beim Übertrag, das heißt der Gesamtübertrag 3. Ja, warte. Wenn wir zum Beispiel die vier Zahlen hätten untereinander, das wär das Beispiel, was du meinst. Dass wir dann im Endeffekt ja einmal von den beiden oberen Einsen einen Übertrag auf die nächste Stelle hätten und aber auch von den nächsten beiden darunter einen Übertrag hätten. Das heißt, ich hätte ja eigentlich zwei Überträge auf der Stelle daneben. Das heißt, ich weiß jetzt schon, dass die sich ja auch wieder addieren und einen Übertrag dann weiter links erzeugen würden. Das heißt, ich kann diesen Übertrag dann auch schon oder entsprechend dann auf die Stelle davor dann schreiben und würde dann auf das Ergebnis kommen. Also da müsst ihr ein bisschen schauen, wenn ihr einen längeren Übertrag habt. Ich sehe da noch sehr fragende Gesichter. Das ist eine gute Frage, ob ihr nur im Dualsystem multiplizieren können müsst. Ich habe nicht erlebt, dass das Ganze im Hexadezimal- oder Oktalsystem gefordert gewesen wäre in den letzten Jahren. Rein prinzipiell wäre das aber ja auch nicht so viel was anderes, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie hier 3AB mal 13 hätte oder sowas, könnte ich das ja genauso machen.
Will ich nicht unbedingt, aber könnte ich. Also fängt schon an, eklig zu werden. Aber das Prinzip wäre das gleiche. Ich würde es genauso machen. Nur, dass ich dann halt wie im Dezimalsystem anfangen muss, hier das Ganze zu berechnen. Also die erste Zeile hier wäre ja noch einfach.3ab unter die 1. Und jetzt will ich da gar nicht im Kopf so viel weiter rumrechnen, aber im Endeffekt würde ich jetzt halt 3 mal b rechnen müssen, müsste dann halt mir hier jetzt dann schon mein, eigentlich müsste ich dann hier in meiner Multiplikation Übertrag noch mir dann mit notieren, damit ich oder im Kopf das haben, weil 3 mal b natürlich mir direkt dann in dieser Multiplikation schon Überträge erzeugt. Wie gesagt, habe ich aber irgendwie ewig nicht gesehen, dass das, also glaube ich nicht. Ich kann es nicht versprechen, aber ich glaube nicht, dass ihr Oktal oder Hexadezimal multiplizieren müsst. Ist bisher auch nicht gefordert gewesen hier. Aber würde halt nach gleichem Schema funktionieren. Gut. Genau, achtet auch hier auf die Aufgabenstellung. Hier steht nämlich explizit, geben Sie auch Zwischenrechnung inklusive Überträge an. Also das heißt eben wirklich, dass ihr eben wirklich die Überträge mit, also Zwischenrechnung sind die Zahlen dazwischen. Das ist damit gemeint, dass ihr die Schritte halt angebt und nicht einfach nur das Ergebnis. Und eben, dass ihr auch die Überträge mit angebt, ist eben explizit gesagt. Ist eigentlich logisch, ist eigentlich das Klassische, ist halt aber auch nochmal explizit in der Aufgabenstellung gefordert, damit ihr es nicht überseht. Also, so eine kleine 1 überm Strich. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Übungsgruppenleiter an der falschen Stelle das übersieht und dir dafür einen Punkt abzieht? Rein formal wäre es auch korrekt, aber ich würde es nicht empfehlen. Ich würde immer eine extra Zeile machen, gerade wenn es irgendwie größere Zahlen sind. Man hat es dann etwas einfacher. Sowohl ihr, dass ihr eure Ergebnisse kontrollieren könnt, als auch der Übungsgruppenleiter oder die Übungsgruppenleiterin, dass sie das dann einmal schneller gegenhalten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter Richtung 3.5, Komplementrechnung. Also 3.5, im Endeffekt. Zwei Sachen, die da drin stecken. Das eine ist eigentlich, wie funktioniert das mit Einer- und Zweierkomplementen? Und das andere ist, wie verstehe ich eigentlich so eine Beschreibung von einem Algorithmus? Ich würde als erstes mit euch jetzt einmal anfangen, dass wir uns angucken, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich ein Zweierkomplement einer Zahl bilden möchte? Dann ist vielleicht auch der Zweck des anderen ein wenig sinnvoller, oder ersichtlicher. Nehmen wir mal minus 13, dass wir sagen wollen, wir wollen das Zweierkomplement bilden. Vielleicht mal kurz die Rückfrage. Komplemente waren in der Vorlesung schon dran, oder? So ein bisschen, ganz grob. Genau, also der Hintergrund ist ja, dass man bei einer und zwei, also dass man vor allem Zweierkomplemente nutzen möchte, dass man negative Zahlen anders und einfacher darstellen kann und nicht extra noch irgendwie mit dem Minus sich viel beschäftigen muss und sich dafür irgendwas Lustiges ausdenken muss, sondern es ist einfach eine Schreibweise, die dann insbesondere genutzt werden kann, wenn man viel mit negativen Zahlen sich beschäftigt. Und um eine negative Zahl darzustellen, muss sie dann ins Zweierkomplement gewandelt werden. Erinnert sich jemand, wie das geht? Kleiner Tipp, es waren zwei Schritte. Also, beziehungsweise eigentlich drei. Der erste ist natürlich erstmal in eine Dualzahl das Ganze, weil das brauche ich, um zu starten. Aber die würde ich euch hier noch geben. Minus 13 wäre, oder das heißt minus 13. Ich würde die Ganzzahl würde ich in eine Dualzahl wandeln und das wäre die 1101, wenn ich mich nicht geirrt habe. So, und jetzt habe ich meine Dualzahl und jetzt soll ich davon ins Zweierkomplement kommen. Wie würde ich das tun?
Noch irgendwelche Erinnerungen? War wahrscheinlich in der Frühvorlesung dann heute Morgen, ne? Okay, 8:30 Uhr ist auch, ja. Vielleicht nicht unbedingt der coolste Stoff, um ihn morgens um 8 zu kriegen. Ja. Nee, also eher nicht minus, also zumindest nicht in die normale Richtung. Wir gucken mal, wir nehmen, wir schauen mal. Also in der Aufgabe ist es ja, wir sollen mit 8-Bit-Wortbreite arbeiten. Tun wir das auch mal, fügen wir also noch ein paar Bits dazu. Und um ins Zweierkomplement zu kommen, wandle ich die Zahl erstmal ins Einerkomplement. Das ist der erste Schritt. So, was heißt denn ins Einerkomplement? Ins Einerkomplement ist im Dualsystem super einfach, weil das heißt nichts anderes als ich invertiere alles. Das heißt, eine 0 wird zur 1 und eine 1 wird zur 0. Also die gleiche Zahl, mit der ich jetzt eben gestartet bin, einmal jede 0 zu einer 1, jede 1 zu einer 0. Und dann mache ich noch einen zweiten Schritt, nämlich ich addiere. Eine 1 auf die letzte Stelle. So, die letzte Stelle ist hier hinten die 0. Also 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Auf die letzte Stelle eine 1 addieren. Heißt, also eigentlich muss ich ja von rechts anfangen zu schreiben, aber im Endeffekt sehe ich hier, dass sich da nichts mit Überträgen durchschiebt. Ist also gerade einfach. Und dann hätte ich meine Zahl im Zweierkomplement. So, wenn ich jetzt hier nicht eine 0 am Ende gehabt hätte, sondern eine 1, dann hätte ich natürlich entsprechend meinen Übertrag durchschieben müssen, so lange, bis ich irgendwo eine 0 finde, wo ich meinen Übertrag reinschreiben kann. Hoffentlich. Das ist also die Sache des Einerkomplements. In der Vorlesung habt ihr wahrscheinlich auch gehabt, dass es dann auch sowas wie Neuner- oder Zehner-Komplement vielleicht gibt. Das ist das Äquivalent vom Dezimalsystem. Auch das kann man tun. Das ist jetzt aber hier in der Hausaufgabe nicht gefordert. Insofern würde ich da jetzt nicht reingehen. Also jedenfalls nicht tief reingehen. Nur da sind die Schritte das gleiche auch. Da hat man einmal das Neuner-Komplement, was man bildet, invertiert nämlich die ganzen Zahlen und ergänzt eine 1 auf der letzten Stelle. Und Fun Fact, ja, im Oktalsystem und Hexadezimalsystem wäre es genau das gleiche. Würde auch funktionieren. Alles aber nicht benötigt. Also Zweierkomplement ist das, was die Computer halt nutzen. Das wäre also der Vorgang, wenn wir das normal machen, nach dem Verfahren, wie ihr es auch in der Vorlesung kennengelernt habt. Und jetzt ist es ja so, dass in der Aufgabe 3.5 euch eben so ein Algorithmus beschrieben wurde. Und wenn wir uns den anschauen, zur Bildung einer Binärzahl a gleich a n minus 1, n minus 2 bis a 0. Das heißt, wenn ich hier das gleiche hätte, ich habe einen Stapel, also ich hab meine Binärzahl und das heißt a n minus 1 wäre hier ganz links die 0 bis hin zu a 0, das wäre hier ganz rechts die 1. Und jetzt beschreibt mir der Algorithmus und wir gehen wirklich einfach stückweise durch und versuchen nicht zu vergessen, was uns da beschrieben wird. Die Bits von A werden von rechts nach links modifiziert. Sprich i gleich 0 bis n minus 1. Verklausuliert nichts anderes als ich fange mit A0 an und A0 ist ganz rechts die 1. Steht aber auch ja netterweise noch davor, nämlich von rechts nach links. Das heißt, ich werde von rechts anfangen, mit der rechten Ziffer anfangen, dann mit der 0, dann mit der 1, dann mit der 1, bis ich ganz vorne bin. So, und jetzt soll ich gucken, alle AI gleich 0 bleiben stehen, bis ich das erste AI gleich 1 finde. Okay, das ist jetzt bei unserer Testbeispiel ist es relativ einfach, ne? Hier ist gleich die 1, das heißt, ich höre hier schon auf. Wenn das hier eine 0 wäre,
Ja, wenn das sowas wäre, dann würde ich ja weitergehen. Und dann würde ich hier erst die 1 finden. So, also ich mache das hier. Dann habe ich jetzt meine 1 gefunden. Auch diese 1 bleibt stehen. Warum auch? Weil davor ja was über die Nullen stand. Nullen würden stehen bleiben. Das heißt, was weiß ich jetzt? Ich habe angefangen von rechts nach links und ich weiß, dass die 1 stehen bleibt. Okay, so viel zum Algorithmus. Und anschließend werden die restlichen Bits von A invertiert. Das heißt, alles, was über dieser, links von dieser ersten 1 ist, in dem Fall sind das die 7 Ziffern, die soll ich einmal invertieren, genau wie ich es oben gemacht habe. In welcher Reihenfolge ich das mache, ist dann jetzt auch egal. Hauptsache, ich invertiere alle. Also im Endeffekt hier die 1 rechts ist stehen geblieben und den Rest habe ich invertiert. Und das ist das Ende des Algorithmus. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was wir mit diesem Algorithmus, wie er beschrieben wurde, als Ergebnis haben. Und dann gucken wir uns hier oben an, was wir mit dem Verfahren aus der Vorlesung raus haben. Und ja, was seht ihr da an der Stelle? Sieht irgendwie ziemlich ähnlich aus, ne? Genau, also damit ist schon gespoilert, es ergibt natürlich den gleichen Wert. Und ja? Weitere höhere Bits, ja. In dem Fall ist vorgegeben, dass wir mit 8-Bit-Wortbreite arbeiten. Das heißt, wir haben 8 Bits, das heißt, wir haben aber auch danach nicht mehr als 8 Bits. Dann fällt es eigentlich weg, wenn es so beschrieben ist. Wenn einfach nur steht, machen Sie irgendwas und es steht nicht irgendwie eine Breite vorgegeben, dann kann sie auch länger sein, dann könnte es auch 9 Bits sein. Aber hier ist explizit 8 vorgegeben, würde ich sagen, wäre in dem Zweifel, würde es wegfallen. Ja? Ja. Also das vielleicht so ein bisschen getrennt von der Aufgabe, aber die Frage ist jetzt, wenn ich quasi das hier habe, ich habe 8 Einsen und ich addiere eine 1 auf der letzten Stelle, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich hier die ganzen Überträge habe und dann schiebt sich das so weit durch, jetzt kann ich das hier gar nicht hinschreiben, dann hätte ich ja die Überträge, die so weit durchschieben, dass ich eigentlich das hier als Ergebnis hätte. Die 1 auf der 9. Stelle. Fehlt noch eine 0 hinten. Richtig, danke. So, wenn ich jetzt aber 8-Bit-Wortbreite habe, dann fällt das da vorne raus und ich habe plötzlich irgendwie einen vielleicht unerwarteten Wert. Also im Endeffekt ist das, da habe ich jetzt einen Überlauf erzeugt, dass meine 1 irgendwie aus meinem Zahlenbereich rausgegangen ist. Eigentlich ist dann meine Aufgabe, wenn ich für so einen Rechner irgendwo sage, sei es irgendwie Hardware- oder Softwareseitig, dann verantwortlich bin und ich habe irgendwas, wo 8-Bit-Wortbreite ist, dann darf ich halt auch bei meinen Berechnungen dann nicht zulassen, dass ich da rauskomme, wenn es wirklich wichtig ist. Aber das hat jetzt hier mit der Aufgabe, na, also grundsätzlich ist es eine wichtige Frage und ist ja auch richtig. Also wenn hier nicht 8-Bit-Wortbreite stehen würde, könnten wir natürlich auch rauslaufen. So sind wir auf jeden Fall immer in diesem 8-Bit-Wortbreitenbereich. Genau, was wir aber mitnehmen sollten, ich schiebe das mal hier weg nach unten, was wir mitnehmen sollten ist, egal ob wir jetzt eben diesen beschriebenen Textalgorithmus nehmen oder ob wir den Algorithmus aus der Vorlesung nehmen, wir kommen aufs gleiche Ergebnis. Und ihr sollt dann in 3c versuchen zu begründen, warum das immer das gleiche Ergebnis gibt. Also würde ich euch empfehlen, euch nochmal genau zu gucken, was macht man bei den Sachen und was ist vielleicht gleich und macht man einfach in einer anderen Reihenfolge oder so irgendwo was. Also, weil irgendwie in beiden Stellen invertieren wir irgendwo was. So. Und in beiden Stellen haben wir irgendwie, also, ja, der Unterschied ist irgendwo noch so diese 1, aber vielleicht überlegt ihr euch mal, wo eine 1 eigentlich herkommt. Also, was passiert eigentlich mit der 1, die ich bei dem Verfahren aus der Vorlesung irgendwo reintue? Was passiert denn eigentlich, wenn die auf eine 1 trifft? Was passiert, wenn die auf eine 0 trifft? Und ich hoffe, dass ihr da irgendwie dann begründen könnt, warum das gleichwertig ist. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Aufgabe 3.6 an. Das ist relativ gefüllt, das Aufgabenblatt mit Aufgaben diesmal.
Und zwar zwei Beispiele. Vielleicht erstmal zum Verständnis. Stellt euch das jetzt so vor, die Aufgabe 3.6. Ihr guckt mit einer ganz großen Lupe in euren Rechner rein und ihr habt da einen Bereich von 8-Bit. Und ihr wisst nichts über diese 8-Bit, außer dass da irgendwelche Zahlen hinterstecken. So ist das ungefähr gedacht. Ihr habt ein 8-Bit-Muster, was ihr irgendwo euch gerade anschaut. Und wir gucken jetzt einfach, was das für fünf verschiedene Zahlen sein könnten, wie sie da drin stehen. Das ist nämlich dann beim Einer- und Zweier-Komplement nämlich wichtig gleich. Wir sollen nichts manipulieren, sondern wir sollen nur interpretieren diese 8-Bit-Muster. Wenn das jetzt so eine Art von Zahl ist, was ist dann für ein Wert dahinter, ein dezimaler Wert? So, fangen wir an mit dem ersten 8-Bit-Muster. Wir haben drei Einsen auf den niedrigwertigsten Stellen hier. Und das erste ist, dass es einfach als Ganzzahl im Dualsystem interpretiert werden soll. Was heißt denn Ganzzahl im Dualsystem? Was wissen wir darüber? Ja? Genau, also einfach nur, wir wandeln das einmal um von Dual nach Dezimal, ohne irgendwas weiteres betrachten zu müssen. Und das heißt, wir wären in dem Fall hier einfach nur bei der, Quatsch, bei der 7, bei der natürlich. Also dreimal die 1 ist umgewandelt als Ganzzahl einfach die 7. Schauen wir uns das unten vielleicht auch einmal schon mal an. Hier haben wir eine etwas höhere Zahl. Wir haben sechs Einsen und dann zwei Nullen. Hat einer eine Idee, was da für eine Zahl hintersteckt oder ungefähr eine Zahl hintersteckt? Auch hier, wir nehmen ganz genau einfach diese 8-Bit und wir wandeln die Dualzahl in die Dezimalzahl um. Ich sehe, wie ihr sehr viel am Rechnen seid. Okay, du glaubst die 252? Nein, die 252 ist gut. Ihr habt sehr viel gerechnet. Wenn die Zahl so aussieht, kann man dann natürlich auch überlegen, ich habe hier 2 hoch 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wäre die da drüber, 2 hoch 8. Oder auch. Ich fange hier mit 1 an. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Das heißt, hätte ich 9 Bits, wäre ich bei 256, aber 2 hoch 1 und 2 hoch 0 ist nicht gefüllt. Also ziehe ich 3 plus 1 ab, um dann drauf zu kommen. Ne? Also wenn ich das hier füllen würde, plus 3, wäre ich ja bei 255, dann hätte ich überall eine 1 stehen. Die nächste Potenz darüber. Plus nochmal eine 1 da drauf, also nochmal eine 4 da drauf, also insgesamt die 4, dann wäre ich bei 256. Nur so als kleiner Tipp, manchmal kann man so auch relativ schnell dann halt auch eine Zahl sich dann irgendwie anders zusammenbauen, ohne dass ich jetzt anfange, alle Potenzen einzeln zusammenzurechnen. Aber 252 ist richtig, ist dann die entsprechende Umwandlung. So, gucken wir uns an, das zweite, wie ich es angeben soll, Betrag und Vorzeichen. Was habe ich denn hier jetzt vorliegen? Fangen wir mal an. Vorzeichen, was heißt das denn eigentlich? Ja? Das erste Bit steht.
Genau, also das erste Bit steht für das Vorzeichen. Das ist das, was das eigentlich uns aussagen soll, dass wir es als Betrag und Vorzeichen kodieren. Also, wie ich eben sagte, wir gucken immer noch den gleichen 8-Bit-String an, in beiden Fällen. Und in dem Fall gucken wir uns das erste Bit ganz links an, das steht fürs Vorzeichen. Was heißt es denn jetzt, wenn da eine 0 steht beim Vorzeichen? Bit also nicht gesetzt ist. Ich weiß, es ist eine 50-50-Chance. Richtig, das ist ein Plus. Also, wenn das Vorzeichen Bit gesetzt ist, dann haben wir eine negative Zahl vorliegen. So rum ist das. Und das heißt, wir haben hier eine 0. Das Vorzeichen Bit ist also nicht gesetzt. Und wir wissen, dass wir damit eine positive Zahl haben. Ich schreibe mal explizit das Plus hin. Muss ich jetzt natürlich nicht, weil das würde ich normalerweise weglassen. Wenn ich mir unten angucke, habe ich eine 1 als erstes. Das heißt, hier habe ich auf jeden Fall eine negative Zahl, weil hier das Vorzeichen Bit gesetzt ist. So, jetzt habe ich aber ein Bit für mein Vorzeichen verbraucht. Das ist ja ein bisschen doof. Heißt, ich habe jetzt irgendwie nur noch 7 Bit für den Rest. Ja? Warte, an welcher Stelle bist du gerade? Du bist bei der unteren, minus 124, ne? Genau. Ich wollte eigentlich erst noch die obere, aber gut, das ist natürlich einfacher. Oben sind wir bei, ich bin schon wieder bei 3. Warum bin ich bei 3? So, die 7. Also oben plus 7, unten minus 124, weil wir dann entsprechend nur die 7 Bits uns anschauen. Damit haben wir auch Betrag und Vorzeichen erledigt. Jetzt kommen wir zu Access-127-Kodierung. Habt ihr das schon in der Vorlesung gehabt? Ja, okay. Weiß jemand, wie das definiert ist? Oder was man, oder vielleicht erstmal, was macht Access-127-Kodierung? Was passiert da, ja? Genau, also wir verschieben auf jeden Fall unseren Zahlenbereich, das stimmt. Die Idee ist, dass wir quasi unsere Zahlen, die wir miteinander vergleichen wollen, im gleichen, ja, quasi in einem gewissen Bereich haben, dass wir dann nicht irgendwo in dem einen positiv, den anderen negativ haben, sondern dass man dann schnell sehen kann, welche Zahl wirklich größer ist. Und das heißt, unsere Null ist natürlich auch nicht mehr die Null. Es gibt jetzt eine Definition dazu. Und zwar hatten wir, dass wir unseren vorzeichenbehafteten Wert, also klein z, ist aus der C, das ist die binäre Ganzzahl, minus dem Offset. Das heißt, wenn ich wissen will, also ich habe eine Zahl in Access-Darstellung, dann kann ich mit Hilfe von z gleich c minus Offset ausrechnen, welche Zahl da eigentlich hintersteckt. Wenn ich das natürlich anders, also das ist für unsere Sache jetzt relevant. Wenn ich natürlich eine Zahl andersrum rechnen will, also wenn ich die binäre Ganzzahl haben will, dann würde ich meine Ausgangsdezimalzahl nehmen plus den Offset. Ja, das heißt, ich addiere meinen Offset dann drauf. Aber für unseren Fall ist es, wir haben die Zahl ja schon in der Darstellung vorliegen. Und um unsere eigentliche Zahl rausrechnen zu können, unseren Zahlenwert, nehme ich die binäre Ganzzahl und rechne den Offset ab. Und der Offset ist 127. Das heißt, was würde oben rauskommen beim oberen Fall? Genau, minus 120, weil ich habe meine 7 als binäre Ganzzahl. Minus 127 und dann komme ich auf minus 120 als Wert.
Ja, also das heißt, wenn ich mir jetzt wenn ich dieses Bitmuster vorliegen habe und ich weiß, die Zahlen an der Stelle sind in X27-Kodierung kodiert, dann verbirgt sich die minus 120 an der Stelle dahinter. So, das gleiche können wir unten natürlich auch machen. Da würden wir die 252 nehmen, minus 127. Und ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, dann ist da 125. Das heißt, in dem Fall ist das eigentlich eine positive Zahl. Ja, passt ja auch dazu, dass die Zahl, die größer ist, also in dem Fall die untere bei X27-Kodierung, auch hier irgendwie optisch erstmal größer aussieht als die andere. Also aufgrund der Einsen davor. So. Jetzt kommen wir zum Thema Einer- und Zweierkomplement. Eine Zahl, die wir uns jetzt angucken, wurde sich betrachtet und wenn es eine negative Zahl war, wurde sie in das Einer- oder Zweierkomplement umgewandelt. Das heißt, wir können sowohl positive als auch negative Zahlen hier jetzt vorliegen haben und müssen dementsprechend unterschiedlich handeln. An welcher Stelle würdet ihr jetzt gucken, ob das wohl eine Zahl ist, mit dem wir irgendwas machen müssen, weil es wohl eine negative Zahl ist im Einer- oder Zweierkomplement, um das rauszufinden? Worauf würdet ihr achten? Habt ihr eine Idee? Also es gibt 8 Bits. Welches Bit gucken wir uns dafür vielleicht an? Ja? Ah, Achtung, ich sehe, wo du gerade hingekommen bist. Nur vielleicht zu dem, wenn ich die Zahl nehmen würde und ich würde sie in Zweierkomplement wandeln, dann hätte ich auch die Null rechts, ne? Also das passt an der Stelle nicht. Ja? Ach so, das sah so aus. Gut, im Chat mag auch gerade keiner. Alle eingeschlafen zu Hause? Nein, ist auch so ein bisschen schwierig, ein bisschen tricky. Also wir gucken uns das an und wenn wir und unser Merker ist hier ähnlich wie bei Betrag und Vorzeichen das ganz linke Bit. Nur dass wir es auch immer noch mit benutzen und mit behandeln, wenn wir es umrechnen. Das heißt, wir gucken ganz links und wir haben ja einmal da eine Zahl, die ganz links eine 0 vorne hat und einmal eine, die ganz links eine 1 vorne hat. Oh. Welche von den beiden ist wahrscheinlich jetzt die jetzt eine negative Zahl verbirgt? Die obere oder die untere? Also die ganz linke Stelle verrät uns, was umgewandelt wurde und was nicht. Und jetzt ist halt die Frage, die obere oder die untere Zahl? Welche ist umgewandelt worden in, also vor allem eben Zweierkomplement, ja eigentlich ja das Thema. Einer ist ja immer nur der Zwischenweg zum Zweierkomplement. Okay, die Frage ist vielleicht, ja, es ist eine 50-50-Frage. Im Chat wurde sie jetzt gerade schon richtig beantwortet. Also es ist die 1 tatsächlich. Auch hier ähnlich wie oben bei Betrag und Vorzeichen. Wenn wir die 1 vorne haben, gibt es uns den Hinweis, dass da eine 1, dass da eine negative Zahl hintersteckt. Heißt an der Stelle, wenn ich hier wenn ich mein Einerkomplement nehmen will als Zahl, kann ich das direkt ablesen, wenn ich das angeben soll. Das Ganze entspricht dann dem Wert 3 dann auch wieder. Ach Quatsch, ich bin schon wieder bei 3, wa? Irgendwo habe ich hier 3 überall stehen bei mir. Also 7 natürlich und Zweierkomplement auch. Da müssen wir nichts machen. Das können wir direkt ablesen. Ne, unsere Hilfe ist an der Stelle die 0 ganz außen an der Seite. So, wenn ich jetzt aber eine Zahl habe, die umgewandelt wurde oder wo eine negative Zahl hintersteckt, wo auch dann noch unsere 1 dann ganz vorne uns den Hinweis darauf gibt, um da zu wissen, was da tatsächlich die eigentliche
die eigentlich echte Zahl ist, da muss ich das einmal umwandeln. Das heißt, einer Komplement hatten wir ja eben. Was mache ich da? Nochmal zur Erinnerung. Invertieren, genau. Das heißt, ich habe hier meine Zahl. Dann invertieren. Und komme im Endeffekt auf 6 mal die Nullen und 2 Einsen. Und das ist dann wiederum die Zahl, die da dann entsprechend hintersteckt. Jetzt bin ich nämlich bei meiner 3. Also, ne, weil die 2 Einsen ist ja dual für eine 3. Und ich muss jetzt dran denken, dass ich umgewandelt habe, weil das ja eine negative Zahl war und ich deswegen das Minus nicht vergesse an der Stelle. Das gleiche mache ich beim Zweierkomplement. Hier mache ich das natürlich mit einem Zwischenschritt. Eine 1 auf die letzte Stelle. Dann habe ich einen Übertrag und komme dann auf entsprechend diesen Wert. Das wäre dann der duale Wert für die dezimale 4. Da ich die aber umgewandelt habe, muss ich daran denken, dass ich da das Minus auch wieder vorsetze. So, und da ist jetzt direkt noch die Rückfrage, ja? Ja, das ist, also im Endeffekt haben wir da halt, dass wir bei diesen Komplementzahlen eigentlich immer so als Merker haben, wenn das ganz linke Bit eine 1 ist, dann verbirgt sich eine negative Zahl dahinter. Das haben wir jetzt so ein bisschen in der Aufgabe davor so ein bisschen außen vorgeklammert. Und deswegen bin ich bei dem Punkt, dass ich vorhin sagte, wir gucken mit der Lupe drauf. Also wir berechnen es nicht um, sondern dass wir halt eben gucken, was haben wir da an Zahlen? Und die 1 an der Stelle hier, kann sie ja mal in eine andere Farbe setzen. Okay, das war keine gute Farbe. So, die ganz linke 1 ist für uns im Endeffekt der Hinweis darauf, dass diese Zahl eine Zahl verbirgt, die ins Zweierkomplement umgewandelt wurde, damit wir die negative Zahl hier unterbringen können. So, und da wir dann nicht so einfach das rauslesen können, also ich kann es jedenfalls nicht, aus dem so einfach, also könnte ich theoretisch vielleicht schon, wenn ich drüber nachdenke, wie viel fehlen mir dann zu irgendwelchen Umwandlungsdingen, aber egal. Ist dann der Weg, dass ich hier, um die Zahl dann rauszufinden, dass ich dann eben die Umwandlung mache. Ja, nicht ganz, ne? Also wir nutzen so ein bisschen den Punkt, wie wir es hier mit Betrag und Vorzeichen auch haben, dass wir da Hinweise kriegen. Aber ja. Ja, ich weiß die Aufgabenstellung, ja.
Also das stimmt schon, dass in der Aufgabenstellung steht, ihr sollt es als einer Komplement interpretieren. Aber es ist insofern halt gemeint, als dass ihr gucken sollt nach Motto, das ist jemand, der hier mit Komplementrechnung arbeitet. Übrigens, also ihr seht, dass ich immer meinen Spaß habe an der Stelle, oder oh, das heißt nicht Spaß, eigentlich nicht Spaß habe mit der Aufgabe, weil es immer jedes Jahr genau nämlich an der Stelle stockt. Und deswegen sage ich schon, wir gucken mit der Lupe rauf. Wir machen keine Berechnung an der Stelle, außer wir wissen nicht, welche Zahl dahinter steckt, weil da irgendwie die Eins davor ist. Und für Einer- und Zweier-Komplement guckt wirklich da ganz links auf die ganz linke Bitstelle. Und wenn da eine Eins ist, dann heißt es für uns, dass da eine negative Zahl dahinter steckt. Ja? Hm? Sozusagen nur bis 128, weil alles darüber hinaus wird dann das gleiche nochmal in negativ. Richtig. Das heißt, Mitte sind wir immer noch 120 und demnach im negativen Bereich. Ja, wir haben da keine Möglichkeit, also wir müssen es ja irgendwie die Unterscheidung machen für die Komplemente, ob wir jetzt eine negative oder positive haben. Bei der Exzesskodierung haben wir es halt verschoben und hier haben wir halt einfach nur, dass wir beide Richtungen halt eben haben von der Menge. Also wenn du hier oben eine Zahl hättest, das wäre die höchste positive Zahl, die du darstellen könntest, einen quasi sieben Einsen. Genau. Also wir brauchen irgendwo den Merker, sonst können wir es halt nicht unterscheiden. Und ich habe hier die Entsch ist an der Stelle dann der Weg, den man da geht, ja. Dass man das entsprechend dann sich dann rauszieht. Deswegen wollte ich darauf hinaus, dass wir da vorne gucken. Wenn es euch hilft, können wir sagen, dass wir es ähnlich wie das Vorzeichen dann eben auch betrachten. Also wenn wir zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel die 1 in der normalen 8-Bit-Binärdarstellung haben, dann wäre es einfach die 1 in der aller 8-Bit das ganz rechte ist. Wenn wir dann Hier. wäre das ja nur 1. Richtig? Wenn ihr, okay, warte, das Beispiel ist einmal Komplementrechnung. Also wir können da gern kurz drauf gucken. Ich will nur einmal nochmal schauen, dass wir dann jetzt aber nicht durcheinander kommen, weil wenn wir da jetzt die Berechnung gehen, dann gehen wir eventuell zurück. Für die Aufgabe, wie gesagt, für die Hausaufgabe, guckt euch ganz links die Stelle an. Und wenn es eine 0 ist, dann interpretiert ihr die restlichen Ziffern als ganz normale Ganzzahl. Und wenn es eine 1 ist, dann interpretiert ihr die restlichen Ziffern als, also dann müsst ihr aus dem Ganzen einfach nochmal das Komplement bilden, das Einer- bzw. Zweier-Komplement. So, und die Frage, die jetzt eben noch dazu kam,
wenn du, ups, da schreibe ich gerade falsch. Das war, glaube ich, das Beispiel, wo du gesagt hattest, wenn wir eine 1 haben und daraus ein Einer-Komplement bilden. Also ein Einer-Komplement selber wäre ja erstmal die. Sieben Einsen und eine Null. Genau, wenn wir addieren, sind wir aber beim Zweierkomplement. Ja, wenn wir jetzt einen addieren würden, dann wären wir hier bei entsprechend acht Einsen. Das wäre dann das Zweierkomplement. Das wäre jetzt ja minus 120, wenn wir einfach das erste als Prozent, die anderen als Ganze haben. Deswegen, das wollte ich eben damit sagen. Okay, jetzt hast du mich gerade irgendwo ver. Also, wenn das jetzt unsere Zahl wäre. Und wir wissen anhand der ersten Stelle, dass das eine negative Zahl ist. Und wir sie es deswegen irgendwie umwandeln müssen, richtig? Da sind wir gerade. So, dann würden wir das Ganze einmal alles invertieren. Sind im Einer-Komplement. Müssen noch die 1 addieren. Und sind dann beim Zweierkomplement. Und wissen jetzt, dass wir die minus 1 hier stehen haben. Was ja unsere Intention war, als wir mit der 1 gestartet sind vorhin. Auf die Tabelle oder welchen Slide? Den da? Hm? Also deswegen müsst ihr schauen, wir haben diesen starken Unterschied zwischen, wir sind hier hauptsächlich am Interpretieren und sollen nicht immer alles umrechnen oder müssen auch nicht immer alles umrechnen. Und es gibt Aufgaben und 3, was war das? 3,5 geht so ein bisschen in die Richtung mit der textuellen Aufgabe, wo dann halt wirklich einer, zweier Komplement berechnet werden soll. Eventuell werden wir auch noch mal welche haben. Aber das ist eben der Unterschied zwischen, es muss auf jeden Fall das Zweierkomplement berechnet werden, um eine Zahl darzustellen. Oder hier geht es eben darum, zu gucken, wir haben ein gegebenes Bitmuster und interpretieren daraus. Sehe da noch so ein sehr fragendes Gesicht gerade. Irgendwas liegt dir auf der Zunge. Naja, das Addieren auf der letzten Stelle sorgt halt dafür, dass es rückwärts wie vorwärts funktioniert. Also das war ja das, was wir eben gerade gemacht haben. Wir haben das Zweierkomplement gebildet und wir haben das Ganze rückwärts gemacht. Das ist das Schöne am Zweierkomplement, dass du vorwärts wie rückwärts, wenn du erstmal einmal invertierst und die 1 auf der letzten Stelle addierst, dass du halt wieder zur gleichen Zahl zurückkommst. Weil das halt so schön ja, sich gegenseitig dann wieder aufhebt. Funktioniert übrigens nicht nur im Dualsystem, also wer ein bisschen Langeweile hat und das irgendwie mit. Also in unserem Fall würde es darum gehen, wir wollen hier, also das hier wäre jetzt mit deiner 1, war das Beispiel mit, wir haben eine Zahl 1, aber wir wollen die, es ist eine negative 1 und wir wollen die halt irgendwie darstellen, dass es eine. Dass das negativ ist, ohne dass wir noch wieder das irgendwo anders mit untergeben. Das wäre dann das hier. Genau, das wäre das Äquivalent zu minus 1 für den Computer. Man fragt sich, warum macht man denn eigentlich diesen ganzen Aufwand? Warum macht man Einer- und Zweierkomplement? Warum nehme ich nicht einfach das andere? Das sind dann eher so Sachen, das ist für jetzt nicht so wirklich wichtig. Das sind dann einfach für Optimierungsberechnungen, wo es dann einfach vorteilhafter ist, dass man das so berechnen kann. Aber das brauchen wir an der Stelle nicht. Also für euch ist wichtig, dass ihr einmal wisst, wie wird Einer- und Zweierkomplement gebildet?
dass man das auch vorwärts wie rückwärts rechnen kann, und dass ihr diese Bitmuster einmal interpretieren könnt. Und alles Weitere, wenn, dann kommt das noch im Semester. Und je nachdem, wie tief wir auch gehen. Auch so Dinge wie, okay, kleiner Spoiler vorweg, das ist nicht fürs Übungsblatt jetzt gerade relevant, aber diese Sache mit der Addieren von auf der letzten Stelle geht genauso auch mit Nachkommazahlen. Also wenn ich hier wenn ich jetzt hier eine Kommazahl hätte und ich habe irgendwie Nachkommastellen, egal ob jetzt 0 oder 1, ich würde immer auf die allerletzte Stelle das addieren, damit wieder diese Vor- und Rückrechnung funktioniert. Kann sein, dass das auch im nächsten Aufgabenblatt kommt. Ansonsten habt ihr das jetzt zumindest mal gesehen. Ist aber für das Aufgabenblatt nicht relevant. Gut. Meint ihr, ihr kriegt das hin für die Aufgabe? Dann war es das auch soweit. Dann würde ich. Ja? Also wir haben. Wir haben halt hier wieder das Problem, dass wir gucken müssen, was ist, wie viel Bit haben wir für unseren Zahlenbereich zur Verfügung, den dann entsprechend dann weiter erweitern müssen, wenn wir größere Zahlen unterbringen wollen. Das haben wir so oder so immer da. Ja. Gut. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und ja, die, die hier sind, dann gute Heimfahrt.